ein bisschen ins 20. Jahrhundert springen und die beiden Kurzopern von Carl Orff vorstellen. Carl Orff ist den meisten bekannt durch die Carmina Burana. Die hat jeder irgendwann schon mal gehört, so unterbewusst. Aber das ist ein ungeheuer bekanntes Chorwerk, ungeheuer wirkungsvoll und toll. Aber der Orff hat ein paar andere sehr bemerkenswerte Dinge gemacht, unter anderem eben auch zwei Märchenstücke, Der Mond, ein kleines Welttheater, und Die Kluge. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was da nun heute auch schon wieder gesagt wird, dass das geschrieben worden sei, um von Stalingrad abzulenken. Also es ist halt so, dass der Orff von den Nazis geschätzt wurde. Er war aber kein Nazi, hat auch nichts gemacht, aber was irgendwie vorhaltbar wäre, außer dass er eben geschätzt worden ist und sich nicht geweigert hat, Kompositionsaufträge anzunehmen. Nun ja, das ist für mich kein Thema. Wir wollen uns kurz mit den beiden befassen, wenn wir können. Erstmal der Mond. Ich habe hier schon mal einen Text, den brauchen wir erst für das, was ich vorspiele. Ich erzähle erstmal die kurze Handlung. Vier spielt irgendwo im fernen Nirgendwo. Vier Burschen kommen in einen Ort, wo in einer Linde ein merkwürdiger Lampion hängt, den der Bürgermeister da gegen Geld morgens anzündet und abends leer macht und ausmacht. Nee, umgekehrt, abends zündet er ihn an und morgens macht dann wieder aus. Und der heißt der Mond. So. Und diese Burschen klauen das, fahren das mit dem Schubkarren weg, haben dann dieses leuchtende Ding im Karren und kommen dann woanders hin und haben halt die Idee, sie betreiben das jetzt selber als Gewerbe, das heißt, sie verkaufen das den Dorfbewohnern als Leuchtquelle und kassieren Geld dafür. Das funktioniert dann auch. Als die dann sterben, nacheinander haben sie testamentarisch verfügt, dass sie je ein Viertel des Mondes mit ins Grab bekommen, mit dem Ergebnis, dass dann, wenn sie alle vier tot sind, die Dorfbewohner wieder kein Licht haben. Aber dafür in der Unterwelt ist es dann ganz hell und die Toten wachen auf und randalieren. So lange, bis Petrus also persönlich eingreifen muss und sagen, das geht so nicht. Und dann werden die Mondviertel aus der Erde, die werden von Petrus konfisziert und damit keiner mehr Unsinn damit macht, werden sie am Himmel aufgehängt. Und das ist dann der tatsächliche Mond, wie wir ihn heute kennen. Das ist jetzt meine Version des Märchens. Wir hören einen Kurzausschnitt. Ich habe da nur ein Schwarz-Weiß Beispiel gefunden, aber das, was an Farbe da ist, war leider ansonsten nicht gut. Wir hören also die Szene, wo die vier Gesellen oder vier Burschen den Dorfbewohnern den Mond anpreisen. Und die Dorfbewohner wollen natürlich eigentlich kein Geld bezahlen oder zumindest nicht so viel. Und dazu gibt es dann eben das Lied, dazu dienet uns der Mond. Ich habe hier den Text stehen, der wird Ihnen jetzt dann gleich entzogen, weil ich ja einen Film zeige. Hinterher ist er wieder da und in dem zum Nachlesen gibt es ihn auch, wenn ich Ihnen die aktualisierte Fassung meiner Präsentation zusende. Aber jetzt freuen Sie sich erstmal auf den Mond. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig, finde ich. Leute kommen. Was, Leute? Noch so spät zur Nacht? Ja, Leute kommen und sie fahren einen Wagen. So, sie fahren einen Wagen. Ja, einen Wagen. Und auf dem Wagen fahren sie ein Licht. Was, ein Licht? Ja, ein Licht. Was für ein Licht? Geh da, was bringt ihr da? Was ist das für ein Licht? Das ist der Mond. Was ist das? Wie heißt man dieses seltsame Licht? Das ist der Mond. Das ist der Mond. Das ist der Mond. Das ist der Den Mond. haben wir für euch für 3 Taler gekauft. Für 3 Taler. An den Eichbaum soll er hängen, an den großen, dicken Ast. Für 3 Taler. Für 3 Taler. Für 3 Taler.
Wozu dienet, wozu dienet, wozu dienet uns der Mond? Wozu dienet, wozu dienet, wozu dienet uns der Mond? Für 3 Taler! Wozu dienet, wozu dienet, wozu dienet uns der Mond? Wenn ihr nachts aus der Taverne torkelt und besoffen kommt, euch der kleinen Handlaterne schwacher Schimmer wenig kommt. Hin und her wankelt er, ihr selber hinterher. Hin und her schwankelt er, ihr selber hinterher. Auf der Mond, auf hohem Maune, über Straßen, Fluss und Steg, leuchtet hell im weiten Raume. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Wenn ihr dann in weichen Betten euren Rausch verschlafen geht, nützt kein Wächter Schloss noch Ketten, wenn der Dieb sein Werk versteht. Hin und her schleichet er, denn das Dunkel schützt ihn sehr. Hin und her schleichet er, denn das Dunkel schützt ihn sehr. Doch der Mond auf hoher Baume, über Straße, Fluss und Steg, leuchtet hell im weiten Raume und verrät so seinen Weg. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet euch der Mond. Wenn der Hans sich zu der Grete nachts im dunklen Garten schleicht, macht er nicht erst viel Gerede, weil man damit nichts erreicht. Hin und her wandelt er mit der Grete längst nicht mehr. Hin und her wandelt er mit der Grete längst nicht mehr. Hat sie in den Busch gezogen und belogen und betrogen. Spürt ihr ihr beim Mondenscheide, was die Grete glaubt alleine? Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet dann der Mund. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet dann der Mund. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet dann der Mund. Dazu dienet, dazu dienet, dazu dienet dann der Mund. Doch wir müssen täglich Öl auf Diesel und ihn reinhalten, dass er immer hell brennt. Dafür bekommt ein jeder von uns wöchentlich. Wöchentlich. Einen Taler. Dazu dienet euch der Mond. Dazu dienet uns. Ja, hier sind nochmal die 3 Strophen. Also der erste Vorteil des Mondes ist, dass man den Weg findet, wenn man besoffen aus der Taverne kommt. In der zweiten Strophe wird erläutert, dass das helle Licht Diebe abschreckt, und in der dritten eben, dass man Mädchen am Mond besser verführen kann, nicht wahr? So, ich habe ja hier erheblichen Schwund zu verzeichnen, das ist alles sehr traurig, ja, aber trotzdem. Das ist der Mond, wie gesagt, die ganze Oper dauert weniger als eine Stunde, es ist eine kurze Sache und wird deswegen in der Regel zusammen aufgeführt mit der anderen, das ist die Kluge. Und das ist auch ein Grimms Märchen, kurz gefasst, ein Bauer hat einen goldenen Mörser gefunden in seinem Acker und will den dem König bringen, weil er denkt, er wird da fürstlich belohnt. Die kluge Tochter sagt ihm gleich, das hat gar keinen Zweck, der König ist so gierig. Der fragt nur nach dem Stößel und will den auch noch haben. Und wenn du sagst, du hast den nicht gefunden, dann glaubt er den nicht. Aber der Bauer geht hin, es passiert so, wie die Tochter gesagt hat, der Bauer wird eingesperrt, weil er den Stößel nicht hat. Also geht die Tochter hin, um den Vater wieder rauszuhauen. Und der Vater hat sich vorher schon gerühmt, die Tochter wäre so klug, die könnte alles und wüsste alles.
Der König ist eine ziemliche Dumpfbacke. Also kann ich jetzt auch nicht so drauf eingehen, aber ziemlich dumm. Aber er macht sich dann einen Spaß draus, weil er denkt, diese Frau da, die kann er leicht aufs Kreuz legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bietet ihr also an, ich stelle dir 3 Rätsel und wenn du die löst, dann lasse ich dich frei und den Vater auch. So, und die Kluge löst aber diese 3 Rätsel. Die 3 Rätsel, den Text habe ich da stehen können, da könnt ihr mitlesen. Der König natürlich dann typisch, wie das so ist, sagt dann, ha, jetzt heirate ich dich. Das ist ja gar nicht unbedingt das, was sich die Frau vorgestellt hat, aber damals stand das dann nicht zur Diskussion. Sie wird also Königin und soweit alles gut, aber der König trifft dann wieder eine katastrophale Fehlentscheidung, weil er dumm ist. Sie korrigiert das, woraufhin er sie verstößt und dann macht er ihr aber das Zugeständnis, sie darf mitnehmen, was ihr am liebsten ist. Und weil sie so schlau ist und so klug, betäubt sie daraufhin den König, packt ihn in eine Kiste und nimmt ihn mit. Und als der erwacht, sagt sie ihm, ja, du warst halt das Liebste und du hast mir erlaubt, dass ich dich mitnehme. Darob ist der König hoch beglückt und die Ehe ist wieder gekittet und es geht weiter. Ob das von der Klugen so klug war, ist die Frage, weil der König bleibt ja doof. Aber egal, das ist auch eine sehr hintergründige Geschichte, also etwas anspruchsvoller als der Mond, was den Inhalt betrifft. Wir hören jetzt die Schlüsselszene, wo der König die Rätsel stellt und die Kluge die löst. Die Rätsel habe ich hier stehen mit der Lösung von der Klugen. Das bleibt auch stehen, denn ich habe leider keine Videoaufnahme gefunden, die den Ansprüchen gerecht wird. Also es gibt eine, die ist an sich sehr gut, aber nur mit einem Kammerorchester und Klavier. Und einen Text versteht man auch nicht immer so gut. Ich habe mich deswegen entschlossen, meine CD-Aufnahme zu nehmen. Und wir arbeiten ohne Bild. Sie können sich aber voll auf die Musik und den Text konzentrieren. Ich gebe dich deine Klugheit selber in die Hand. Ich gebe dir Rätsel. 3 Anzahl. 3 Rätselkluge sollst du raten. Mit 3 rattest du dich frei. Erratst du es nicht, bist du verraten. Es kam ein Gast von ungefähr. Nicht geritten, nicht gegangen, nicht geflogen dahin. Und als er kam in das Wirtshaus, da fiel das Haus zum Fenster hinaus.
der Fisch im Netz, der Fisch im Netz. Das hast du gut getroffen. Von dreien bleiben zwei noch, zwei Rätsel, kluge, zwei bleiben offen. Ein Vogel aus Elfenbein, der springt Land ab, Land auf, Land ein. Er frisst den Mühle samt Mühlenstein. Er frisst den Mühle samt Mühlenstein. Haus, Haus und Hof und den Bauern noch obendrein. Ich kenn den Vogel aus Elfenbein, aus Elfenbein, aus Elfenbein. Er springt Land ab, Land auf, Land ein, Land auf, Land ein, Land auf, Land ein. Der Würfel ist das Würfelspiel, hat manchen schon betrogen und mancher Mann hat alles getan, hat ihn das Glück belogen. Die klügste Henne holt am Ende doch der Fuchs. Zweimal enthältst du mir entschlüpfen. Das letzte Netz, das will ich besser knüpfen. Es floss eine Mühlenstein auf dem Wasser. Es floss eine Mühlenstein auf dem Wasser. Da saßen drei Männer dran. War blind, der andere lahm, der dritte war nackt, so nass, dass es knackt. Der Blinde sah einen Hase. Der Blinde sah einen Hasen. Der Lahme, der lief ihm nach. Der Lahme, der lief ihm nach. Der lief ihm nach, der lief ihm nach, der lief ihm nach. Und hat ihn, der Nackte steckt ihn in die Tasche. Sag's weiter. Was nicht sein kann, nicht wird noch wahr. Was nicht sein kann, nicht wird noch. Das Haar hast du's getroffen. Sonnenklar. Erraten hast du alle drei. Mit dreien löste ich mich frei. Ja,
Eigentlich ist das eine sehr interessante, auch kurze Sache, auch eine Stunde, wie gesagt, die werden gern zusammen aufgeführt, wenn sie denn aufgeführt werden. Das ist dann ein kurzer Opernabend mit einer Pause, 2,5 Stunden und ein Glas Wein dazwischen halt. Ja, ich würde gern noch weitermachen, aber der Schwund zeigt mir wieder, dass es offensichtlich nicht so populär ist, was ich hier tue. Wir sind ja schon wieder bei den üblichen Verdächtigen angekommen.